Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer VH80 mit einem neuen JB Entertainment Media Book Unboxing Video für euch. Ja, lange ist es her, das letzte war Barfly mit Mickey Rourke in der Hauptrolle und jetzt ist schon fast ein halbes Jahr vergangen und jetzt kommt eine neue Veröffentlichung von JB Entertainment und deswegen war ich heute ja, ganz spontan im Verleihshop.de und ihr wisst, glaube ich, gar nicht, wie schön das ist, im Verleihshop mal reinzugehen und diesen Geruch von den Regalen zu riechen, mit den DVDs und Blu-rays aneinandergereiht in ellenlange Regalen. Da erinnere ich mich immer gern zurück an die Zeit, wo doch der Verleihshop noch der Videowelt Jakob war, wo man samstags reingehen konnte, auch eine extra 18-Abteilung war. Es war einfach wunderschön und ich hoffe, diese Zeit kommt irgendwann mal wieder, dieser Laden wieder gibt, aber Träume sind leider Schäume. Ja, aber trotz alledem, hier sind drei Mediabooks drin, nämlich zu einem Jean-Claude Van Damme-Film und zwar in Hell. Ja, ich bin gespannt. Ich wisst, ich bin jetzt nicht so der große Jean-Claude Van Damme-Fan, aber die Filme, die ich jetzt gesehen habe, The Quest mit Stehender Faust oder auch Bloodsport, diese Filme waren schon mal richtig gut und haben mir auch extrem gut gefallen. Und jetzt eine weitere Horizonterweiterung mit dem Film In Hell. Und hier sind drin alle drei Mediabooks, denn die kommen ja erst am 25.05. erst heraus. Und ich, wie gesagt, konnte es schon abholen, weil ich genau 10 Minuten davon entfernt wohne und ich auch schon meine Mediabooks eben abholen konnte. Und hier sind sie auch drin, alle drei Stück. Und die gucken wir uns alle nach und nach mal an. Zwei werden eingepackt bleiben und die anderen werden... Und eins packe ich aus. Natürlich das schönste Tape für mich auf. Und dann mal gucken, was uns da Schönes hier erwartet. Die Mittelbuch schaut natürlich hervorragend aus. Und natürlich gibt es auch wieder hier für euch direkt einen Einblick in die Mediabooks. Wir fangen an mit dem Cover A-Motiv. Und da haben wir nämlich hier einmal das hier. Das Ganze schaut hier so aus, das KVA-Motiv, einmal hier das fertige Produkt und einmal hier das Produktfoto. Produziert wurden sie von Nameless Media, erkennen wir auch wieder hier sehr gut an der Verarbeitung. Wie gesagt, einmal das KVA und das ist limitiert auf 222 Stück. Dann gibt es das KVB-Motiv mit einer Zeichnung, für mich eher das schwächste Motiv, aber es ist wie immer Geschmackssache. Das Ganze schaut hier so aus. Einmal hier das fertige Produkt und einmal hier das Produktfoto. Auch das Cover B ist ebenfalls auf 222 Stück limitiert. Und dennoch gibt es noch das Cover C-Motiv. Das ist auf 250 Stück limitiert. Einmal hier das fertige Produkt und einmal hier das Produktfoto. Und davon gibt es auch noch was Besonderes. Es gibt nämlich auch das KVC nochmal exklusiv beim Verleihshop nochmal mit einer ja, Jean-Claude Van Damme-Figur. Die blende ich hier mal kurz ein. Ihr seht hier schon, wir haben eben hier eben Jean-Claude Van Damme als Figur, wo da oben der Fuß geht und dahin noch so eine große, ja, wie heißt der Trommel? Ah. Ein Bong ist es, genau. Leider passt es jetzt leider nicht ganz zu dem Film, denn das schaut eher fast aus, als dass es zu Bloodsport gehören würde. Aber das Teil ist, zumindest die beiden Kombinationen sind auf 25 Stück limitiert. Ich wollte sie mir wirklich holen mit, aber mir kommt, nein, ich brauche jetzt keine Figur von Jean-Claude Van Damme. Ich bin jetzt nicht so der extrem große Fan jetzt davon und die Filme langen mir erstmal. Habe auch mal geguckt, diese Figur kann man auch einzeln kaufen, auch das ist möglich. Aber wie gesagt, eben hier mit dem KVC kann man eben sozusagen die Figur und auch das Mediabook KVC eben gemeinsam kaufen. Und auch hier einfach mal beim Verleihshop mal vorbeigucken und einfach mal nachfragen. Vielleicht gibt es noch eins oder anderes noch übrig. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall auf 25 Stück limitiert, diese Figur mit KVC. Wir haben auch hier ein neues Master von Leonine hier mit drin auf der Blu-ray Disc. Also nicht das von Inkjet Pictures, wie es mal früher mal war. Die neue Masters von 2021 und das Booklet ist geschrieben worden von Nando Rona. So, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, welches Motiv werde ich mir nun zulegen? Cover A, B oder C? Gut, glaube ich mal, Cover B fällt bei mir raus, weil für mich persönlich ist es am unschönsten, sage ich jetzt dazu mal. Es ist natürlich schon sehr cool, aber irgendwie
Die Zeitung gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, gebe ich zu. Aber ist natürlich wie immer Geschmackssache. Wenn es euch gefällt, ist sie auch schön. Und dann bleiben noch eben Cover A oder Cover C übrig für mich. Und für welches werde ich mich jetzt wohl entscheiden? A oder C? A oder C? Und ich denke, ich werde mir das Cover A behalten. Das schaut nämlich doch ein kleines Tickchen besser aus mit dem Gefängnis. Okay, hier ist auch Gefängnis drauf. Aber ich finde, das Cover A gefällt mir von allen mit am besten. Und deswegen wird auch das Cover A auch ausgepackt. Und das machen wir jetzt auch direkt jetzt hier. Und damit haben wir schon mal unsere Auswahl getroffen. Und damit gehen wir jetzt auch in die Ego-Perspektive über und schauen uns das Mediabook mal ganz genau an. Natürlich auch die anderen Covermotive auch nochmal in Nahansicht mit Vor- und Rückseite, weil es Veränderungen gibt. Und bis gleich hinter der Kamera. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive zu dem Mediabook von In Hell von JB Entertainment. Einmal hier das Cover A-Motiv, das ich schon ausgepackt habe, was ich auch behalten werde. Und bevor wir jetzt zu diesem Mediabook kommen, werden wir uns erstmal ganz kurz die anderen Motive angucken, damit ihr auch hier einen kleinen Einblick erfahren könnt, wie die denn aussehen. Zuerst werden wir uns mal alle mal aufeinander legen, alle Motive, damit wir mal auch mal den Spine angucken können von allen drei. Und diese schauen auf jeden Fall hier schon mal so aus. Und schaut euch hier schon mal ganz gut aus. Gut oben natürlich jetzt bei dem Cover C haben wir jetzt eben hier eine andere Schriftart von In Hell zu finden. Finde ich ein bisschen unpassend, einfach aus dem Grund, dass alle anderen haben ja auch denselben Motiv, also eine selbe Schriftart, hier ein bisschen anders gewählt. Aber gut, sind auch verschiedene Covermotive. Aber hier seht ihr schon, alle Motive, hier zumindest alle Logos, sind auch hier in derselben Reihenfolge. Also es passt auch perfekt zusammen. Und auch hier eben Blu-ray-Disc und das DVD-Logo. Und oben drüber haben wir dann auch noch die Bestellnummer. So, wir fangen erstmal an mit dem Cover B-Motiv. Und das hier schaut hier so aus. Haben wir ihn hier in einem gezeichneten Motiv. Ja, die Zeit ist wieder sehr schön geworden, aber natürlich jetzt nicht ganz so mein Stil, was mir jetzt gefällt. Und eben hier auch wieder die verschiedenen Charaktere. Und hier ein Film von Ringo Lam, Van Damme in Hell. Und auch hier ist der Schriftzug in Hell, sowie auch Van Damme. So wie hier die Charaktere sind auf jeden Fall auch hier in einem Glanzeffekt versehen. So schaut es zumindest unter Folie aus. Da ist auch schon ausverkauft. Bei Mediamarkt habe ich, glaube ich, gesehen. Gibt auch überall zu kaufen. Amazon, Verleihshop.de. Wie gesagt, ein Verleihshop.de findet ihr auch unten in der Videobeschreibung mit drin. Aber auch in anderen Shops könnt ihr auch ebenfalls die Mediabooks bestellen. Hier nochmal kurz das Bein. Und hier eben dann die Rückseite. Ein Film von Ringo Lam. In Hell Van Damme. Und hier der amerikanische Ingenieur Kyle LeBlanc arbeitet in Russland für eine Stahlfirma. Als der Mörder seiner Frau von einem korrupten Gericht freigesprochen wird, übt Kyle selbst Justiz. Daraufhin wird er lebenslang in das härteste Gefängnis Russlands gesperrt. Rivalisierende Banden haben hier das Sagen. Konflikte werden in blutigen Faustkämpfen auf Leben und Tod ausgetragen. Als Kyle bemerkt, dass auch er immer mehr abstumpft, beschließt er sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Okay, klingt interessant, aber auch ein bisschen vielleicht nicht ganz so ausgeklügelte Geschichte vielleicht, aber okay. Ich bin ja offen für verrückte Ideen und mal gucken, was uns da erwartet bei dem Film. Ein paar weitere Szenenfotos noch hier, dann haben wir hier die Credits und hier den Hinweis KVB. Limitiert auf 222 Stück und ich habe hier wieder meine feste Limitierungsnummer bekommen, die 100 von 222 Stück. Der Film ist aus dem Jahr 2003 und geht auf Blu-ray 97 Minuten und auf DVD 93 Minuten und ist natürlich ab 18 Jahren freigegeben. So wie schon mal zu dem Cover B-Motiv. Wie gesagt, Booklet ist überall natürlich identisch, aber hier nochmal für euch das Cover Artwork B. Hier nochmal ganz nah zum Angucken, Vorder- und Rückseite und kann sich auf jeden Fall auch hier sehen lassen, wer eben diesen Zeichenstil gerne mag. So, dann das Cover C. Das Ganze schaut hier so aus, auch hier mit einem wirklich sehr schicken Motiv, wie ich finde.
auch hier muss ich sagen, hat das Ganze einen Rotstich. Auch hier im Hintergrund sehen wir auch hier eben das Gefängnis. Dann haben wir hier in hell geschrieben. Natürlich passt auch wieder hier der Schriftzug auch zu dem Spine. Also von daher ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn es auch hier der Schriftzug anders ist. Auch hier nochmal ein Film von Ringo Lam. Hier eben Jean-Claude Van Damme hier als Frontalansicht. Und hier im Hintergrund haben wir eben dann das Gefängnis. Auch hier das Motiv von Jean-Claude Van Damme. Auch hier sind wir schon die Haare auch wirklich sehr schön verschwitzt. Und auch scharfes Bild, wie ich finde. Und hier würde ich behaupten, dass hier auf jeden Fall in Hell komplett im Glanzeffekt ist. Und auch hier der Charakter ist auch hier in einem Glanzeffekt versehen. Wenn man hier ein bisschen über die Kamera leuchtet oder übers Bild fährt, dann sieht man so wie auch hier seit Leute, dass hier der komplette Charakter in einem Glanzeffekt versehen ist. Was auf jeden Fall auch hier sehr cool rüberkommt. Dann haben wir eben hier den Spine, oben das JB Entertainment Logo, dann Van Damme in Hell, eben wie gesagt mit dem passenden Schriftzug zu der Vorderseite, dann hier das Blu-ray Disc und das DVD Logo und auch die Rückseite ist ein bisschen anders aufgebaut als das von Cover B. Wir haben hier vier Bilder in als Rückansicht hier und auch hier wieder dann Inhaltsangabe zu dem Film. Die Credits auch wieder hier und hier Cover C limitiert auf 250 Stück und hier wie gesagt limitiert habe ich hier meine Limitierungsmodell bekommen, 100 von 52 Stück. Auch hier die Credits beziehungsweise eben hier die technischen Daten identisch wie auch natürlich zu dem ersten, zum Cover B. Und so schaut eben wie gesagt das Cover C Motiv aus von In Hell von JB Entertainment. So, jetzt aber kommen wir noch zu Cover A, das ich behalten werde erstmal und was mir auch mit am besten gefällt. Gut, ganz ehrlich, die Glanzeffekt von Jean-Claude Van Damme von Cover C ist natürlich auch wirklich mega gut geworden. Aber jetzt ist es nun mal so, habe ich jetzt so entschieden, dass ich jetzt eben das Cover A behalte und so bleibt es auch. Und ja, hier haben wir eben den Schriftzug, ein Film von Ringo Lam, Van Damme und In Hell, ebenfalls in einem Glanzeffekt versehen, was man auch hier sehr deutlich sieht. Hätte es aber auch cool gefunden, wenn er nur noch dieser ganze Charakter auch. Aber nee, es passt nicht so ganz. Nein, ist okay so, weil sonst würde es nämlich hier so komisch abgeschnitten sein und das wäre nicht ganz so gut ausgesehen. So, hier nochmal kurz zu dem Bild. Man hat eher das Gefühl, das schaut eigentlich aus wie im Dschungel, ein Dschungelfilm eigentlich, aber es ist ein Gefängnisfilm. Habe jetzt nicht so ganz erwartet, denn hier sehen wir wirklich hier mehr ja, so Wurzeln und Unterholz. Also für mich hätte es fast ein Dschungelfilm sein können, aber nein, es ist ein Gefängnisfilm. Gut, so wie schon mal zu dem Cover-A-Motiv hier vorne. Ich finde die Augen extrem sehr leuchtend, ich komme hier extrem gut rüber. Und nämlich hier das Gefängnis. Und hier Van Damme in Hell. Und dann haben wir eben hier dann den Spine. Oben das JP Entertainment Logo. Dann haben wir dasselbe Motiv, wie auch schon auf dem Cover-Motiv ist. Dann Van Damme in Hell. Oben, wie gesagt, unten auch dann haben wir hier das Blu-ray Disc und das DVD Logo. Und auch hier eben dann auf der Rückseite nochmal hier in einem Glanzeffekt die Szenenfotos. Und auch hier nochmal Jean-Claude Van Damme mit einer riesen Beule auf der Stirn. Guckt ihr das mal an. Wahnsinn. Oder wächst der Horn raus? Ist er ein Horn oder was? Ja, okay. Sehr stark. Und hier, wie gesagt, inhaltlich der Text ist hier gleich. Und dann haben wir hier das KVA-Motiv. Limitiert auf 222 Stück. Und hier, wie auch schon bei anderen, die technischen Daten mit der Laufzeit, Tonformat und das Bildformat und Produktion aus dem Jahr 2003. So, jetzt schlagen wir jetzt mal auf das ganze Mediabook und dann geht es hier schon mal gut los. Wir haben hier auf der ersten Seite gleich mal hier die DVD vorliegen. Warum immer die DVD vorne ist, ich weiß es wirklich nicht. Diese schaut hier so aus und ist auch wieder schön integriert mit dem Backartwork von dem Mediabook. Und hier muss ich auch sagen, ja, er ist ein bisschen verwaschen, aber hier natürlich im Kampf ist natürlich alles nicht ganz so gestochen scharf, ist vollkommen okay. Und auch das Ganze hat hier eben diesen Use-Look oder zumindest diesen auf alt getrennten Look mit verschiedenen Schlieren im Bild. Aber finde ich auch gut passend zu dem ganzen Film. Wenn wir jetzt hier eben dann den Disc hier wieder einlegen, dann bin hier wieder ein kleiner Monk. Muss natürlich auch wieder perfekt zusammenpassen hier.
mit dem Hemdchen. So, jetzt müsste es passen. Und finde ich schon mal sehr, sehr interessant gemacht. So, wir blättern mal durch. Und wieder hier ist reingenaht oder reingenäht. Boah, der ist aber ganz schön dick geworden bei dem Film. Leck mich fett, oder? Oder Baby ist jetzt ein. Also ich finde, dass er hier ganz schön auch eingeschwollen ausschaut. Okay, vielleicht habe ich eine mehr auf die Fresse gekriegt. Also hier auch das Horn ist echt der Hammer. Ja, und hier dreimal Hollywood und wieder zurück. Ringo Lam, eine Karriere. Und ich habe schon ein bisschen kurz reingeblättert und durchgelesen vorhin. Also hier eine kleine Biografie über den Regisseur Ringo Lam. Über seinen Werdegang geht es eigentlich über die ersten paar Seiten. Hier immer hier eben die Anfänge von Ringo Lam. Also mit, wo er geboren ist. Er ist in Hongkong geboren. Und eben hier weitere Szenenfotos. Der Weg in die Eigenständigkeit. Also hier geht es wirklich fast ausschließlich, kann man fast sagen, um den Regisseur. Dann die eigenen Filme. Auch hier wieder ein paar Fotos aus den Filmen noch hier. Und hier wieder ein Bild von Jean-Claude Van Damme. Dann haben wir hier Prison on Fire. Prison on Fire, nicht Prison on Fire. Wenn ihr mich nicht falsch verstanden habt, in meiner geschlossenen, in meiner Zunase. Oder haben wir hier eben dann das Zwischenteil, zumindest der Mittelteil vom Booklet. Hoch und Tief, natürlich mit seinen Flops auch hier. Nee, der Regisseur hat immer gute Filme gemacht und da geht es eben jetzt um diese Filme hier. Dann der Weg nach Hollywood, die Hongkong-Verbindung. Dann Zwischen den Welten, weitere Filme mit Jean-Claude Van Damme und Ringo Lam. Dann hier In der Hölle, also jetzt geht es um den Film. Und noch die letzten Jahre hier und dann hier Danke für die Filme, Meister Lam und geschrieben von Text. Autor Nando Rona. Und dann sind wir auch hier auch schon durch. Und da haben wir hier aufs letzte Mal hier ein weiteres Szenenbild aus dem Film mit der Blu-ray-Disc, die jetzt hier ist. Und auch hier ist ja schon mal hier Leonine, der Inhalt ist von Leonine und eben von JP Entertainment. Und auch hier nochmal kurz dann das Hintergrundmotiv und das Ganze schaut hier so aus. Jawohl! Und das war's dann auch schon mit dem Mediabook zu In Hell in der Cover A-Variation, aber natürlich auch in der Cover C-Variation und auch in der Cover. Moment, ich gehe kurz hoch. So, jetzt also mal kurz im Überblick A, B und C. Und jetzt dürft ihr selbst entscheiden, welche für euch denn die schönsten sein werden. Ja, würde mal sagen, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Und wir sehen uns dann gleich wieder auf dem Hauptschirm. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook oder die Mediabooks zu dem Film In Hell von Jean-Claude Van Damme, ein Film von Ringo Lam. Einmal hier das Cover A-Motiv, einmal das Cover B-Motiv und einmal das Cover C-Motiv. Und nochmal hier vielen Dank an JB Entertainment für diese wirklich sehr schönen Mediabooks. Und ja, Cover A würde auf jeden Fall behalten für mich. Und das Cover B ist auf jeden Fall noch verfügbar. Wer es haben möchte, ich mich gerne in die Kommentare reinschreiben. Und das Cover C ist eigentlich schon so gut wie weg, denn das will der liebe Joshu von Joshus Filmkanal. Ja, auf jeden Fall. Sehr schöne Mediabooks, du mal hier vielen Dank. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Zu bestellen gibt es noch beim verleihshop.de. Ich tue einfach mal unten mit verlinken oder bei Amazon, Mediamarkt, Saturn. Auch dort sind sie verfügbar. Einfach mal gucken und einfach mal schauen. Und dann sucht ihr euer Lieblingsmotiv auch aus. Ja, das war's von mir. Bleibt euch schön gesund. Tschüss mit Ö und tschüss.